gibt der Stadt Essen und der Universität Essen Anlass zum Feiern. Die Stadt Essen blickt auf 1150 Jahre Stift und Stadt Essen. Die Universität Essen blickt nicht ohne Stolz auf eine viel bescheidenere Zahl von Jahren, aber immerhin 30 Jahre Forschung und Lehre auf dem Campus und an anderen Stellen der Hochschule zurück. Im Rahmen der Feierlichkeiten hat die Universität Essen ein, wie wir finden, interessantes und unterhaltsames Programm zusammengestellt, das sich bis in den September hinein ziehen wird und sowohl den Hochschulangehörigen als auch den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt versucht, einen Einblick in die Aktivitäten und, so hoffe ich, ohne es zu wissen, manchmal auch in die Geschichten und Anekdoten der Universität zu geben. Die Universität Essen, also ich fange nicht mit den Anekdoten an, sondern ich bleibe bei den ernsthaften Punkten. Die Universität Essen wurde 1972 als eine von 5 Gesamthochschulen begründet. Gesamthochschule, mit dieser Form, mit diesem Begriff, verband sich die Vorstellung einer Reformuniversität und dieses in mehrfacher Hinsicht. Die Väter der Gesamthochschule waren beeindruckt von den Thesen der von Picht prognostizierten Bildungskatastrophe und der Notwendigkeit, Begabungsreserven zu entdecken und viele Menschen zu einem Hochschulabschluss zu führen. Die leitenden Ideen waren damals, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch ganz dunkel, Chancengleichheit und kompensatorische Erziehung. Junge Menschen aus dem Arbeitermilieu des Ruhrgebietes sollten die Chancen erhalten, auch ohne Abitur mit einem spezifischen Zugang ein Studium aufzunehmen, das zu einem universitären Abschluss führen konnte. Die Älteren von uns erinnern sich an damals, die Reformideen in der Bildung. Jeder junge Mensch sollte die Chance erhalten, den Abschluss zu erhalten, der seiner oder ihrer Begabung entsprach. Es sollte möglich sein, mit einem kurzen Studium ohne Abitur, also ohne Reifeprüfung zu beginnen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, ob der kurze Ast, wie wir sagen, der D1-Studiengang, Diplom-1-Studiengang oder der lange Ast, der Diplom-2-Studiengang als universitärer Abschluss angestrebt werden sollte. In derselben Hochschule sollten Professoren mit unterschiedlichen Kompetenzen forschen, entwickeln und lehren. Fachhochschulprofessoren, B-Professoren und A-Professoren für Nicht-Eingeweihte. Erstere sind solche, die aufgrund exzellenter Praxis, letztere sind solche, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Laufbahn normalerweise die Habilitation berufen werden. Was ist danach mit den Gesamthochschulen geschehen? Ich zitiere aus der Rede meines Vorgängers Professor Rohe zum 25-jährigen Jubiläum der Gesamthochschule Essen. Das Land musste, nachdem es auf einen Schlag nicht weniger als 5 Hochschulen gegründet hatte, um nicht zuletzt auch bildungsfernen Regionen den Zugang zu einem Hochschulstudium zu erleichtern, darauf bedacht sein, die Kosten nicht in den Himmel wachsen zu lassen. So wie die Dinge nun einmal lagen, waren die neuen als Gesamthochschulen geplanten Universitäten deshalb von Beginn an verdammt, Anführungszeichen, Sparmodelle von Universitäten, Anführungszeichen, zu werden. Neben dem schon in der Gesamthochschulidee angelegten Spannungsverhältnis von Massenuniversität und Humboldtscher Universitätsidee trat deshalb als zusätzliches Spannungsverhältnis von Reformkonzept und beschränkten Finanzrahmen. Das kommt uns heute sehr bekannt vor. Ich würde sagen, wir können fast daran anknüpfen. Rohe fährt fort und ich zitiere ihn hier sehr gerne, weil ich dem heute eigentlich nur folgen kann. Hinzu trat ein weiteres Problem, nämlich die rapide nachlassende Leuchtkraft der Gesamthochschulidee. Nicht zufällig sah sich der Gründungsrektor dieser Hochschule bereits anlässlich des 5-jährigen Jubiläums veranlasst, vorsichtig anzufragen, ob Gesamthochschulen möglicherweise Einzelkinder der Hochschulreform und ihr Schicksal das einer Reformepisode bleiben würde, die keine nachhaltigen Spuren in der deutschen Bildungslandschaft hinterlassen würde. Vieles, was ich hier gesagt habe mit dem besonderen Zugang, galt für die Medizin nie.
Wir werden uns und wir haben uns aus Not und nicht nur aus Überzeugung immer mehr von den Prinzipien der Gesamthochschule verabschieden müssen. Ich möchte auch nicht jetzt auf die Schwierigkeiten eingehen, die es für die Gesamthochschule in vielen Einzelpunkten gab. Nun werden wir mit der Novellierung des Hochschulgesetzes Universitäten. Für eine konkurrenzfähige Ausstattung müssen wir aber selbst sorgen. Und den Weg, den die Universität Essen und Duisburg sehen, liegt in der Fusion mit klaren Landesgarantien. Heute aber wollen wir uns nicht bei dem Hochschulpolitischen aufhalten, sondern wir wollen einen Rückblick in die Vergangenheit der Universität Essen vor der Errichtung der Gesamthochschule geben. Wir wollen uns mit unseren Wurzeln, den Vorgängereinrichtungen, dem Klinikum, den Ingenieurhochschulen, der Pädagogischen Hochschule und mit dem Teil, der aus der Folkwang-Hochschule für Gestaltung in die neue Universität kam, beschäftigen. Die Universität Essen hatte aber von allen Gesamthochschulen, Sie wissen, es sind noch Duisburg, Paderborn, Siegen und Wuppertal, von Anfang an eine Besonderheit. Sie erhielt mit der Einbeziehung des Klinikums eine Fakultät für Medizin und dieses war für das Selbstbewusstsein der neuen Universität und für ihre Position bis zur heutigen Zeit von äußerster Wichtigkeit. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir mit der Medizin beginnen. Und ich freue mich, dass wir als Referenten für den heutigen Vortrag unserer Wurzelreihe, die Wurzeln der Universität Essen, Herrn Professor Dr. Eigler begrüßen dürfen, der uns zu den medizinischen Wurzeln der Essener führen wird. Sein Vortrag hat den vielversprechenden Titel »Von den Stadtpatronen zur Hochschulmedizin«. Herzlich willkommen, Herr Professor Eigler. Herr Professor Eigler war von 1971, als ordentlicher Professor für Chirurgie nach Essen berufen wurde, bis zu seiner Emeritierung 1998 an der Medizinischen Fakultät der Universität Essen tätig. Und ich kann zweifelsohne sagen, dass er durch sein Engagement ein Stück Essener Medizingeschichte mitgeschrieben hat. Unter seiner Leitung hat sich die Klinik für allgemeine Chirurgie zu einem führenden Transplantationszentrum in Deutschland entwickelt. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit setzte Herr Professor Eigler mit der interdisziplinären Behandlung und der nachhaltigen Betreuung von Krebspatienten. Er war federführend in der Neustrukturierung des Westdeutschen Tumorzentrums am Essener Klinikum beteiligt, dessen Vorsitz er 1995 bis 1998 innehatte. Zahlreiche weitere Ämter und Ehrenämter zeugen von seinem Engagement in der Transplantationsmedizin. Auch in der Anerkennung seiner unermüdlichen und erfolgreichen Arbeit wurde Herr Professor Eigler mehrfach ausgezeichnet. Ich möchte Ihnen das nicht alles im Einzelnen darstellen, denn ich denke, Sie wollen ja nicht nur das hören, Sie wollen ja auch genügend Zeit für den Vortrag haben. Aber eine Sache ist mir wichtig. Als Würdigung seiner medizinischen Leistungen wurde Herrn Professor Eigler im September 1999 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. Alle anderen Auszeichnungen werde ich dann heute nicht benennen. Das sind sehr zahlreiche. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herr Professor Eigler, Ihnen im Namen des Essener Rektorates unsere außerordentliche Anerkennung aussprechen und Ihnen unseren Dank vermitteln, dass Sie heute die Feierlichkeiten im Rahmen des Jubiläumsprogramms nicht nur mitgestalten, sondern eigentlich eröffnen. Wir sind ja etwas vor der Zeit. Ja, die Stadt Essen hat ja einen Zeitblock gesetzt und eigentlich eröffnen wir die Feierlichkeiten für die Universität Essen heute. Vielen Dank. Mein Dank gilt auch den Organisatoren und Helfern der Vortragsreihe, ohne die die Durchführung nicht möglich gewesen wäre. Es bleibt mir dann nur noch uns allen Anwesenden, selbstverständlich auch mir selbst, ein Zuwachs an medizingeschichtlichem Wissen und einen anregenden Abend zu wünschen. Vielen Dank. Magnifizenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ehemalige Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Angehörige.
Ich danke sehr herzlich für diese freundliche Einführung und bin mir der Ehre sehr wohl bewusst, dass ich heute den Beginn mit den Vorträgen machen darf, gestehe aber freimütig, dass ich bei der Besprechung der Reihenfolge darauf hingewiesen habe, dass von Alters wegen die Medizin eigentlich das Primat hätte. So ist es unter anderem meine Aufgabe, hier Ihnen das in den nächsten 45 Minuten überzeugend darzustellen. Als ich mich mit dem Thema befasst habe und die Diskussionen, die gegenwärtigen, die die Hochschule umkreisen, allgemein und lokal, habe ich einen Moment überlegt, ob denn in unserer schnelllebigen Zeit es überhaupt angebracht ist, Geschichtsrückblicke zu geben, wenn ich bedenke, dass Dinge, die seit Jahrzehnten, möchte ich sagen, bereits als Notwendigkeiten gesehen wurden, nun heute uns politischerseits als besondere Erkenntnisse serviert werden. Oder wenn uns Änderungen ins Haus stehen, von denen ich meine, sagen zu können, dass sie auf Halbverstandenem im Ausland beruhen, wenn ich etwa an die Situation denke mit der Habilitation, die man nun plötzlich abschaffen will, nur weil es sie anderswo nicht gibt, aber wo man gleichzeitig vergisst, dass dort anderswo eben die Promotion einen anderen Stellenwert hat als bei uns. Nun gut, es ist nicht die Aufgabe für mich gegeben, ein hochschulpolitisches Referat hier zu halten, und ich möchte mich deshalb tatsächlich meinem Thema zuwenden. Ich möchte aber von Anfang an betonen, dass ich unter dem Oberbegriff der Wurzeln nur den zeitlichen Teil behandeln will, bis zum Eingehen der medizinischen Fakultät in die Gesamthochschule, und nur wenige Bemerkungen zu den 80er und 90er Jahren und zur Jetztzeit machen will. Nun, wenn man mit den Patronen der Stadt Essen beginnt, hier das älteste Siegel der Stadt mit der wohl goldenen Madonna in der Mitte dargestellt und rechts und links flankiert von den Patronen, so hielt ich das eigentlich für einen sehr schönen Beginn, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Stadt im September diese Jubiläumsreihe mit dem Fest dieser Patrone beschließen will. Es ist also ein weiter Bogen zu spannen. Nun, wer waren diese Heiligen? Also gut, da fängt es schon an. Ich bin instruiert worden, es sei foolproof. Ich gebe zu, ich habe nur hier drauf gedrückt, wie mir mitgeteilt worden ist. Na wunderbar. Also, die Patrone helfen. Nun ist es wieder schon zu weit. Ja. Die Patrone, die hier dargestellt sind, wie wir sie an den Domtüren des Essener Doms führen, ihre historische Gestalt verschwindet in den Legenden. Es ist sehr interessant, es gibt unterschiedliche Hinweise. In der Ostkirche hat man drei solche Brüderpaare gleichen Namens zu kennen gemeint. In der Westkirche gab es nur dieses eine Paar, und sie sollen in Kleinasien im ersten Viertel des 4. Jahrhunderts als Ärzte tätig gewesen sein. Sie waren an Argyroi, das heißt, sie haben für ihre Behandlungsmaßnahmen kein Geld genommen. Ich hoffe, es ist kein Ökonom unter uns, der könnte auf falsche Gedanken kommen. Das war aber zur damaligen Zeit etwas Besonderes, und in der heidnischen Umgebung war es üblich, dass reiche Leute sich im heidnischen Hain, der entweder Apollon oder Asklepios gewidmet war, von Priestern gegen ein hohes Entgelt behandeln ließen. Diese Priester mussten natürlich die christlichen ärztlichen Brüder als unlauteren Wettbewerb ansehen, und vielleicht ist das mit ein Grund, warum sie dann den Märtyrertod erlitten haben. Nun, der Stadtgründer Essens, der Bischof Altfried von Hildesheim, hier, wie er vor dem Bischofssitz neben dem Münster
in einer idealisierten neuen Gestalt zu sehen ist, gab für seine Gründung, wie das damals üblich war, Reliquien mit von, in unserem Falle, den beiden Patronen. Und wie ich hoffe, im Weiteren zeigen zu können, hat er damit die Hinweise für mindestens zwei der drei Forschungsschwerpunkte der Universität bzw. der Fakultät, der medizinischen Fakultät, gelegt. Wir sehen hier das Reliquiar aus gotischer Zeit und im Einzelnen eben ein Knochenstück von Damian und auch eines von Cosmas. Nun, die medizinische Fakultät hat diesen Gedanken so für so wichtig gehalten, dass sie zur 20-Jahr-Feier der medizinischen Fakultät eine Rektoratskette im Anfang gestiftet hat, die als Hauptteil oder als Anfangsteil, sagen wir besser, noch einmal die beiden Patrone zeigen, diesmal wie sie einen Patienten behandeln. Nun, es ist natürlich jetzt ein weiter Weg von dieser Zeit hin zu der Essener Situation, sowohl was die Krankenbetreuung anbetrifft, wie die Hochschulmedizin. Generell muss man sagen, dass Deutschland mindestens 100 Jahre hinter den Universitätsgründungen der Nachbarn hinterherhinkte. Aber immerhin ist die erste Gründung im Rheinland in Köln 1388, nur drei Jahre nach der Gründung Heidelbergs, vonstatten gegangen. 1655 rückte die Hochschullandschaft tatsächlich schon sehr nahe an Essen heran, in Form der Klevischen Landesuniversität Duisburg. Dort hatte man bereits im 16. Jahrhundert versucht, eine Universität zu bekommen. Damals war das Privileg, nur von Rom zu erhalten, und sowohl die Kölner Nachbarn wie auch Rom waren nicht sehr für eine solche Gründung, nicht zuletzt, weil sie diese Region doch anfällig für die Reformation hielten, womit sie ja nicht ganz Unrecht hatten. Nun, 100 Jahre später hat der große Kurfürst dann noch vor der Halleschen Universitätsgründung die Duisburger Universität gegründet. Im Rahmen der großen Feierlichkeiten, die dort stattfanden, hielt der Theologieprofessor Hund eine lange Predigt, an deren Ende, ich weiß nicht, ob noch alle aufgemerkt haben, hat er dann die Hochschullehrer ermahnt, und einige Zitate daraus möchte ich Ihnen nicht verschweigen, weil ich meine, sie wären auch heute zu beherzigen. Erstens, lehret eure Jugend fleißig und unverdrossen. Lehret sie aber gute Lehren. Lasst fahren alle unnötigen und unnützen, vergeblichen Fragen, ob sie schon möchten, etwa Mittel sein können, die Scharfsinnigkeit eures Verstandes zu erkennen zu geben und euch einen Namen zu machen. Man möchte fast meinen, er hatte gewusst, dass es mal eine Multiple-Choice-Examen geben würde oder dass manche Professoren auch das Kleingedruckte besonders lieben. Nun, ein weiterer Satz: forscht der Natur und den Eigenschaften aller Dinge selbst nach, denn die Wahrheit liegt noch in vielen Sachen und Stücken im Verborgenen. Dieses, darf ich sagen, denke ich, hat die medizinische Fakultät sehr beherzigt. Ich darf am Ende darauf zurückkommen. Das Letzte heißt dann allerdings wieder: suchet angenehme Worte, die die Wahrheit verständlich erklären. Hier, denke ich, ist Nachholbedarf, und ich freue mich, Frau Starr hier zu sehen und dass die medizinische Fakultät eine Zusammenarbeit jetzt mit dem Hochschuldidaktischen Zentrum aufgenommen hat, um hier auch vielleicht an vordere Front zu kommen. Interessant scheint mir, dass an dem Tag der Feierlichkeiten bereits ein Essener namens Jonas Warbeck
in der Medizin promoviert wurde. Es gab also von Anfang an eine medizinische Fakultät. Über die Darstellung des Siegels dieser Fakultät, was haben wir jetzt? Ah ja, das ist doch, jawohl. Das Siegel hier der Medizinischen Fakultät Duisburg. Hier rätselt man, wer dargestellt ist, nachdem auf dem Buch zu lesen ist, das Leben ist kurz, die Kunst lang, auf Latein natürlich, nehme ich an, dass es sich um Hippokrates handelt. Außerdem hat man überlegt, was diese Handgeste sein soll. Auch das scheint mir relativ einfach zu lösen. Ein zeitgenössisches Bild zeigt den Handgriff der Uroskopie, der Harnbeschau, eine damals sehr verbreitete Diagnostikmethode. Gelegentlich hört man, dass das auch heute noch angewandt wird. Man sollte das nicht zu weit treiben mit dieser Methode. Nun, der bedeutendste Professor dieser medizinischen Fakultät war ein gewisser Leidenforst. Ich habe das mit besonderer Freude wahrgenommen, dass dieser Leidenforst ein enger Landsmann von mir ist. Er stammt tatsächlich aus dem Kreis Sangerhausen. Und seine Bedeutung geht über die Medizin insofern heraus, als er ein Phänomen beschrieben hat, was dann seinen Namen bekommen hat, das Leidenfrostsche Phänomen. Ich will jetzt hier nicht fragen, wer das kennt, ich finde es aber trotzdem ganz interessant. Es beschreibt das Phänomen, auf eine glühende Platte, wenn man da Flüssigkeit auftropfen lässt, verdampfen die erstaunlicherweise, verdampft das nicht sofort, sondern es bilden sich Kügelchen. Und er hat es erklärt, richtig, wie man es heute auch noch sieht, weil sich sofort ein kleiner Dampffilm um diese Flüssigkeitskügelchen bildet und damit die eigentliche Flüssigkeit vor dem schnellen Verdampfen isoliert wird. Nun hier ein zeitgenössisches Bild von ihm. Der bedeutendste Student allerdings war Herr Kortum. Kortum war in Mülheim an der Ruhr geboren und hat immerhin schon nach 3 Jahren das Doktordiplom erhalten. Er hat danach kurz in Mülheim an der Ruhr praktiziert, aber wie es heißt, seiner Frau zuliebe, dann den Standort nach Bochum schnell gewechselt. Offenbar war die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen damals doch gar nicht so schlimm, wie man das heute meinen möchte. Nun, dieser Kortum gehörte einer jungen Medizinergeneration an, die die Uroskopie zum Beispiel beiseite legte, sich um die Krankheitsbilder und ihre Symptomatik genauer kümmerte und nach der Entdeckung der Pockenimpfung Ende des 18. Jahrhunderts sich dem auch widmete. Er hat ein sehr thematisch reichhaltiges Oeuvre hinterlassen. Für die Älteren unter Ihnen, vielleicht sollte man es heraussuchen, hat er eine Schrift herausgegeben, Mittel zur Erlangung hohen Alters, aber andererseits auch über die Unschädlichkeit der Friedhöfe publiziert. Berühmt geworden ist er, und ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass das in unserer Zeit fast verloren gegangen ist, mit einem Werk, das er in Knittelversen abgefasst hat, der Jobsiade. Und die Studentenleben und Milieu in einer besonderen Weise beschreibt. Wenn man nun bedenkt, dass er selbst Arzt war, dann finde ich es schon erstaunlich, was er nun über einen Arzt in diesem Werk schreibt. Ich möchte Ihnen da ein paar Kostproben geben. Kurz, seine Arzneien waren durchgehend kräftig, purgierten wenigstens 40 Mal heftig, und wer sie nahm morgens nüchtern und frisch, dem ward Magen und Darm so rein wie ein Fisch. Das wachsame Collegium Medicum des Landes, also eine Art Ärztekammer hat es damals auch schon gegeben, das wachsame Collegium Medicum des Landes, welches viel von ihm hörte, verstand es Unrecht und nannte es Puscherei, weil er nicht rite promotus sei, und ließ ihn oft zur Verantwortung zitieren,
Er blieb aber vor wie nach beim Praktizieren und nannte diese Zudringlichkeit offenbare Missgunst und Nahrungsneid. Er wusste übrigens weder Latein noch andere Sprachen, und was sollte er auch eigentlich damit machen? Denn mit Griechisch und Lateinisch wird doch nie, sondern mit Arzneien kuriert. Soweit also Cortum, und für unsere Gegend vielleicht noch zu vermerken, dass er vom Bergamt Wetter gebeten worden ist, die Bergchirurgen, das scheint eine besondere Art von Ärzten gewesen zu sein, zu beaufsichtigen und sich auch um die Hygiene zu kümmern. Kein Wunder, dass er noch im Jahr seines Todes zum königlichen Hofrat für seine Verdienste ernannt wurde. Nach Verlust der linksrheinischen Gebiete wurde ab 1803 die weitere Existenz der Duisburger Universität in Frage gestellt. Interessant zu vermerken, dass damals in Essen die Frage gestellt wurde, ob man die Universität nicht nach Essen übernehmen könnte, da ja durch Wegfall des Damenstiftes Platz genug sei, um es hier anzusiedeln. Regierungsseitig, das wundert uns heute nicht, wurde heftig dementiert, dass man etwa vorhätte, die Universität Duisburg zu schließen, aber wie man weiß, verhandelte man bereits mit Münster. Tatsächlich kam es aber erst 1818 zum Ende der Hochschulmedizin in Duisburg und mit der ganzen Universität zugunsten der Neugründung von Bonn. Mir schien es wichtig, auf diese akademische Episode hinzuweisen, weil ich meine, dass es zeigt, dass in diesem Bereich sehr wohl schon sehr früh gedanklich mit Universitäten man sich befasst hat. Nun, die Situation hier, wenn man die im engeren Bereich Essens betrachtet, so muss man feststellen, dass die frühesten Nachrichten von einer Krankenbehandlung aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts stammt. Und zwar waren es damals die Beginen, die sich um die häusliche Krankenpflege kümmerte. Ein sehr früher Vorläufer dessen, was wir heute unter häuslicher Kranken- und Altenpflege ja wieder als sehr modern entwickeln. Die Beginen lebten in klosterähnlichen Gemeinschaften, aber als Laien ohne Gelübde und erhielten ihren Namen wohl von ihrer graubraunen Tracht. Sie waren in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland verbreitet, wurden aber eben, weil sie keine Gelübde ablegten, als heretisch bekämpft und gingen im 15. Jahrhundert stark zurück. Beginenhöfe kann man noch heute zum Beispiel in Leuven und Amsterdam besichtigen. Vielleicht nehmen Sie etwas von der Atmosphäre der Kruppschen Siedlungen, etwa der Margaretenhöhe, vorweg. Im 14. Jahrhundert wurden dann sogenannte Siechenhäuser gegründet, und in Essen selbst entstand damals das Hospital zum Heiligen Geist. Auch in Steele wurde eine solche Einrichtung gegründet, und noch heute erinnert die Siechenkapelle in Rüttenscheid an diese Zeit, denn natürlich war zu jedem dieser Häuser damals ein Kirchlein notwendig. Die schlimmsten Probleme der Krankheit waren natürlich damals die Pest, Cholera und auch Lepra. Es waren sehr gefürchtete Erkrankungen. Die Pest wütete so im 15. Jahrhundert mindestens dreimal in Essen. Wir haben dann einen längeren Zeitraum, wo wenig aus diesem Bereich gemeldet wird. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden konfessionelle Krankenhäuser eingerichtet. Aber immerhin gegen Ende des Jahrhunderts haben auch die Stadtväter begonnen, ob hier nicht eine Verpflichtung bestünde. Und so haben sie als erstes ein sogenanntes Wöchnerinnenasyl hergerichtet. Man hat sich das vielleicht ähnlich vorzustellen wie hier, allerdings aus einer Karte aus Frankreich gegeben. Es
war so, dass dieses die Aufnahme, wie es heißt, wenig Bemittelter ermöglichen sollte. Sie mussten aber, wie es außerdem betont wird, ehrbare Frauen sein. Die ärztliche Betreuung wurde von den armen Ärzten übernommen und im Übrigen beteiligten sich sogenannte Gönnerinnen aus reichen Familien an der Versorgung. Erst um 1900 wurden dann die Überlegungen in der Stadt reif für eine städtische Einrichtung zusätzlich zu den karitativen. Und 1905 fasste dann der Rat der Stadt den Entschluss zur Errichtung einer regulären Krankenanstalt. 1909 konnte diese dann eingeweiht werden und der Generalanzeiger hat auf seiner ersten Seite diesen Holzstich veröffentlicht, wo nun die verschiedenen Gebäude abgebildet sind. Allerdings muss man einschränkend sagen, obwohl es fast 500 Betten waren, war es doch begrenzt auf eine innere Klinik, eine Hautklinik, einen Augenpavillon und ein Wöchnerinnenasyl. Aus einer sehr viel späteren Aufstellung gehen dann die Bettenzahlen hervor. 1932 war es dann auf die Größe angewachsen, wie wir sie jetzt etwa auch haben. Nur haben sich durch Verschiebungen der Schwerpunkte natürlich erhebliche Veränderungen ergeben. Natürlich stellen Gebäude und Bettenbereiche für die Medizin eine unbedingte Voraussetzung dar. Nur das allein kann natürlich nicht die Richtung zur Hochschulmedizin begründen. Dazu bedurfte es vielmehr einer besonderen Weitsicht von Stadt- und Klinikleitung. Tatsächlich gelang es mit dem ersten ärztlichen Direktor Julius Grober eine besondere Persönlichkeit zu gewinnen. Und eben habe ich erfahren, dass ein Dr. Rand unter uns ist von diesem Julius Grober. Man glaubt es kaum. Vielleicht müssten wir doch eine Diskussion haben, um Näheres zu hören. Herr Lubold, ich begrüße ihn als langjährigen Direktor der Blutbank. Julius Grober kam aus Jena als außerordentlicher Professor. Bemerkenswerterweise hatte er dort bereits im Wintersemester 1906/7 die erste Vorlesung über die Röntgenstrahlen gehalten. Als Internist interessierte er sich vor allen Dingen für die allgemeine physikalische Therapie. Zu diesem Spezialgebiet hat er ein Standardwerk geschaffen, was auch heute, wie ich aus entsprechender Quelle weiß, noch einschlägig bekannt ist. Er kehrte allerdings bereits 1911 nach Jena zurück, weil seine Vorstellungen in Essen, ich komme noch darauf zurück, sich nicht verwirklichen ließen. Er folgte dann 1918 einem Ruf nach Dorpat. 1925 kehrte er nach Jena zurück, wo er einem Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie vorstand und 1953 emeritiert wurde. Er ist hochgeehrt, in hohen Jahren gestorben. Seine Person, obwohl er so kurz war, interessiert uns deswegen hier besonders, weil er von Anfang an sich nicht nur um die baulichen Notwendigkeiten gekümmert hat, und Sie sehen es mir als Chirurgen nach, dass ich besonders erfreut bin, wie sehr er sich für eine Chirurgie eingesetzt hat und gesagt hat, eine städtische Krankenanstalt ohne Chirurgie geht eigentlich. Und dasselbe galt für ihn für die Pathologie. Sondern er hat von Anbeginn auch sich mit dem Gedanken befasst, dass diese Krankenanstalten ein Hort von Forschung und Lehre werden sollte. Herr Lubold hat es mir gerade bestätigt. Es heißt, dass er schon damals mit dem Kultusministerium Gespräche geführt hat über den Ausbau des Klinikums zu einer entsprechenden akademischen Institution. Man darf also mit Fug und Recht darauf hinweisen, dass die städtischen Krankenanstalten nicht nur die bauliche, sondern auch die ideelle Initialzündung für die spätere Fakultät, die Hochschulmedizin in Essen darstellt. Parallel zu den medizinisch-akademischen Überlegungen verliefen von Essen ausgehend damals intensive Bemühungen, im Ruhrgebiet die naturwissenschaftlichen und technischen Arbeitsfelder in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zusammenzufassen, was schließlich
in der Gesellschaft für Wissenschaft und Leben mündete, wozu seit mindestens dem letzten Krieg das Haus der ärztlichen Fortbildung meist unter Leitung des Klinikums gehört hat. Nun zum Beleg, dass ärztliche Direktor des Anfangs nicht der einzige war, möchte ich ein paar Namen nennen von der Vor- und Nachkriegszeit. Der Direktor, langjährige Direktor des Bakteriologischen Institutes, Hohn, erhielt für die Erforschung der Tuberkel- und Darmbakterien seinen Professor. Ich habe mir sagen lassen, entsprechende Fachleute kennen noch den Hohnschen Eiernährboden für die Bakterienzüchtung. Adolf Heimer war als Internist tätig und was ja immer als besonderer Ausweis gilt, ist, dass er dann die Martini-Nachfolge in Bonn übernommen hat. In der Hautklinik wirkte Memmesheimer, der auch sich einen großen Namen in seinen Forschungen zur Lepra und zu Pilzinfektionen der Haut geschaffen hat. Und dann Bossert, der zur damaligen Zeit, 1930, die angeblich schönste und beste Kinderklinik Europas geschaffen hat. Darüber hinaus geht auf ihn zurück die Gründung der ersten psychosomatischen Station für Kinder, einer Ammenstation und heute nicht mehr notwendig, aber damals dringlich, eine Muttermilchsammelstelle, die größte auch in Deutschland war. Wie Essen überhaupt war es natürlich das Ende des Krieges verheerend für die Krankenanstalten. Ich habe sehr überlegt, es gibt sehr viele eindrucksvolle Bilder von der Zerstörung des Klinikums. Die Patienten mussten ausgelagert werden über lange Zeit. Aber ich denke, wir sollten es bei diesem Anlass mit diesem Hinweis eines Bereichs der späteren chirurgischen Klinik bewenden lassen. Es ging mit dem Wiederaufbau recht langsam voran und was für die Zukunft wenigstens vorübergehend sehr nachteilig war, der Wiederaufbau erfolgte auf den alten Grundrissen, sodass Erweiterungen dann nur sehr schlecht möglich waren. Nun, hier sind einige Daten aufgeschrieben von dem Wiedererwachen sozusagen der Tätigkeit im Klinikum und ich komme auf Weiteres noch zurück. Es ist, glaube ich, als besonderes Glück anzusehen, dass 1947 bereits der Neurologe Laubenthal von Bonn nach Essen kam und vor allen Dingen der Pathologe Walter Müller aus Göttingen hierher. Für die beiden mag es ja eine große Herausforderung zu sein, aber ich denke, es ist richtig, ihrer Familien zu gedenken, denn das war in dem zertrümmerten Essen schon eine Zumutung, wenn man aus diesen Bereichen hierher kam. Nun, die weiteren wichtigen Ernennungen von Chefärzten erfolgten in den 10 Jahren danach. Professor Nordmeier in die Frauenklinik, Meyer-Schwickerath 59 in die Augenklinik. Heimer, der schon erwähnte, ging nach Bonn und es folgte ihm Arnold nach. 1960 kam Herr Scherer in die neu gegründete Röntgen- und Strahlenklinik, ist allerdings ein Euphemismus damals gewesen, die eigentliche wurde später gebaut. In die Hautklinik kam Professor Hans Götz und in die chirurgische Klinik mein verehrter Vorgänger im Amt, Karl Krämer aus Düsseldorf. Nun, hier ist als Besonderes noch hingewiesen, einmal auf den Beginn der Lichtkoagulation durch Meyer-Schwickerath und der erste Herzschrittmacher, damals eine sehr frühe Entwicklung, die Herr Krämer verwirklicht hat. Wenn man nun fragt, was war denn aber der Grund, sich um eine akademische Institution intensiv zu kümmern, so muss man darauf hinweisen, es war die Gründung des Wissenschaftsrates. Für Zeitungsleser heute in der WAZ wird gerade über ihn berichtet, über seine Zusammensetzung und sein Urteil über
das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen, sehr positiv. Nun, 57 gegründet, hat der Wissenschaftsrat bereits 59/60 ein Memorandum entwickelt und darin die Forderung aufgestellt, dass zur Verbesserung der praktischen Ausbildung der Medizinstudenten große Klinika zu Akademien beziehungsweise einbezogen werden sollten in die universitäre Ausbildung. Wenn man das liest, dann scheint das fast für Essen formuliert zu sein, und der damalige ärztliche Direktor Walter Müller, ich glaube, hier haben wir ein späteres Bild von ihm, Walter Müller ergriff die Initiative, besprach sich mit seinen Chefarztkollegen, mit der Stadt und schließlich mit dem Wissenschaftsministerium. Aber das war damals die Zeit, wo in Nordrhein-Westfalen über eine Volluniversität in Westfalen nachgedacht wurde. Für den echten Rheinländer mag es etwas eigenartig sein zu hören, dass Essen eben zum Rheinland gehört. Und im Rheinland gab es halt Köln und Bonn und Düsseldorf dann als Akademie und später Aachen. Es musste also in Westfalen sein, sodass sich die Entwicklung verzögerte. Der Wissenschaftsrat kam dann auch nicht wie zunächst vorgesehen. Aber schließlich fiel die Entscheidung über den Universitätsstandort für Bochum und nicht für Dortmund. Es gab damals eine ziemliche Begleitmusik. Man hört, dass auch Düsseldorf nicht begeistert war über die weiteren Entwicklungen. Interessant ist der Kommentar aus dem Spiegel von 1961 zu dem Vorgang. Eine besonders unfreundliche Stellungnahme findet sich dort. Dem Stamm der Westfalen wurde in der letzten Woche eingebläut, dass es ein Missgeschick ist. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Westfalen unter uns, es hat sich auch vieles geändert. Also, dass es ein Missgeschick ist, mit Rheinländern in einem Land leben zu müssen. Der Nordrhein-Westfälische Landtag beschloss, die neue Ruhr-Universität in Bochum zu errichten. Obschon das Westfalenvolk mit Ausnahme der Bochumer die Bier- und Stahlmetropole Dortmund als Musensitz wünscht. Und nun kommt es. Weshalb Kultusminister Schütz seine Traumuni unbedingt nach Bochum und nicht nach Dortmund legen wollte, blieb den Reviermenschen lange ein Rätsel. Erst zwei Tage nach der Entscheidung wurde der Grund bekannt. Der Kultusminister hatte einer rheinischen Stadt, nämlich Essen, schriftlich zugesichert, ihre Krankenanstalten zur medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität auszubauen. Glücklicherweise sah man es als sinnvoll an, mit der Etablierung des Universitätsklinikum Essen nicht bis zum Ausbau Bochums zu warten. Aber mit Rücksicht auf die bereits erwähnten landsmannschaftlichen Empfindlichkeiten musste Essen an die Universität Münster angeschlossen werden. Das sollte sich aber als sehr positiv erweisen, da die dortige Fakultät sich sehr gekümmert hat und den Weg gewiesen hat und geebnet hat für die Entwicklung. Um diese längere Geschichte etwas abzukürzen, nach einem ordentlichen Berufungsverfahren in Münster wurden im September 1963 die ersten 11 Kollegen zu ordentlichen Professoren in Essen ernannt. Es waren dies die Herren Arnold, schon erwähnt, Götz, Hermann für die Mikrobiologie, Koch für Hals, Nasen, Ohren, Krämer und dann schon Küster für die Kinderklinik, Laubenthal, Meyer-Schwickerath, Müller, Nordmeier und Scherer. Es war verständlich, dass als zum ersten Dekan der Promotor Walter Müller gewählt wurde. Es mag vielleicht erlaubt sein, dieses Bild von der ersten Dekanatsübergabe zu zeigen. Man hatte damals Sinn für Festlichkeiten. Ich selber frage mich immer, warum wir da so
uns schwer tun, wenn man sieht, dass die jüngere Universität Maastricht das selbstverständlich solche Riten aufgenommen hat. Nun hier die erste Dekanatsübergabe durch den Dekan Müller und dabei die Übergabe der Doktordiplome. Der nächste Dekan war der schon erwähnte Professor Krämer. Er hatte eigentlich kommen wollen, ich hätte ihn gerne hier begrüßt. Er war ein sehr wichtiger Promotor, auch als zweiter Dekan hier in Essen, und chirurgisch hat er sich insbesondere um die Gefäßchirurgie verdient gemacht. Auf dem Foto sehen wir im Hintergrund den Anatomen Brettschneider, der, zweifellos sagen, ist sicher der bedeutendste Essener Professor. Mit der Entdeckung und Entwicklung der Lichtkoagulation hat er eine weltweit anerkannte Methode der Behandlung von verschiedenen Augenkrankheiten entwickelt, die eine Erblindung verhindern. Mit Ausnahme des Nobelpreises, für den er auch vorgeschlagen war, hat er, glaube ich, alle Ehrungen erhalten, die er bekommen konnte. Er ist dann 1992 verstorben. Die Fakultät hat ihn jüngst mit der Einrichtung einer nach ihm benannten Vorlesung geehrt. 1965 war es dann soweit, dass Bochum seinen Universitätsbetrieb aufnehmen konnte, aber erst 67 ging dann die Fakultät von Münster nach Bochum über. In der Zwischenzeit gab es wichtige weitere Entwicklungen, auch im Klinikum. Das Robert-Koch-Haus, das insbesondere Labor- und bakteriologische Einrichtungen enthielt, HNO- und Augenklinik wurden gebaut, Strahlen- und Tumorklinik. Und dann kommen wir schon bald zu unserem Jubiläumsgrund. Aber hier noch ein Bild der Augen- und HNO-Klinik. Unter städtischer Trägerschaft ist dieser Bau entstanden, und ich werde nie vergessen, wie mir im Anfang Herr Meyer-Schwickerath gezeigt hat, mit welcher Großzügigkeit man damals bei der Stadt bauen konnte. Er wollte anregen, dass wir das nachmachen, aber das ging dann zu der späteren Zeit nicht mehr. Nun habe ich versprochen, Ihnen zu sagen oder darzulegen, was es denn nun mit den Heiligen Kosmas und Damian und den Schwerpunkten, den Forschungsschwerpunkten zu tun hat. Und gestern hatte ja der Bischof seinen 75. Geburtstag und ist jetzt Altbischof, und ich denke, Sie gestatten es mir, dass ich die schöne Legende von den beiden, die auf Onkologie und auf Transplantation hinweise, Ihnen zu Gehör bringen, oder wenn es mehr als die Hälfte kennen, wer kennt schon die Legende? Ich habe sie schon so öfters vorgetragen. Vielen Dank, dass du dich... Wie bitte? Ich auch, ja. Also, Sie sehen einige Aufnahmen hiervon. Der Papst Felix, der VIII. War von St. Gregorio, baute in der Ehre der beiden Heiligen Kosmas und Damianus zu Rom eine gar edle Kirche. In dieser Kirche diente ein Mann den heiligen Märtyrern, dem hatte der Krebs ein ganzes Bein gefressen. Man sieht es links unten, aber das ist schon weiter. Und siehe, als er schlief, das war die damalige Narkose, erschienen einst St. Kosmas und Damianus ihrem Diener und trugen Salben und ärztlich Werkzeug mit sich. Sprach der eine zum anderen: Wo sollen wir frisch Fleisch hernehmen, das Loch zu füllen, da wir das faule Fleisch müssen ausschneiden? Sprach der andere: Auf dem Friedhof zu St. Peter ist heute ein Moor begraben, auf der linken Seite zu sehen. Ein Moor begraben. Von dem hole, nein, Moor begraben, das ist wichtig, der ist noch frisch. Von dem hole, was wir für diesen brauchen. Gestatten Sie die
den Hinweis, es handelt sich hier nicht um ein rassistisches Vorgehen, wie manche vermuten. Es ist aus meiner Sicht eine ganz banale Erklärung. Wie hätte man dem schriftunkundigen Volk demonstrieren sollen, dass hier eine Transplantation vorgegangen wäre, wenn ein weißes Bein auf einen weißen Mann transplantiert worden wäre? Und tatsächlich hat man ja in den experimentellen Bereichen bei den Tieren auch weiß und schwarz transplantiert. Also, es lässt sich das sehr beweisen. Nun, es gibt noch andere schöne Darstellungen hier. Ich hoffe, nur die Chirurgen unter Ihnen merken, dass es jetzt das andere Bein ist. Aber also lief der eine wohl bald zu dem Friedhof und brachte des Mohren Bein. Danach schnitten sie dem Kranken den Schenkel ab und setzten des Mohren Schenkel an die Stelle und salbten die Wunde mit Sorgfalt. Das Bein des Kranken aber taten sie an des Mohren Leib. Als der Mann erwachte und keinen Schmerz empfand, griff er mit der Hand an die Hüfte und fand sie ohne Fehl. Da zündete er ein Licht an und sah, dass nichts Böses mehr an dem Beine war und hub an zu zweifeln, ob er es selber wäre oder ein anderer. Aber da er wieder zu sich kam, da sprang er in Freuden aus seinem Bett und erzählte den Menschen, was er im Traum hatte gesehen und wie er wäre geheilt worden. Die sandten eilends, glaubt es nicht, die sandten eilends zu dem Grab des Mohren und fanden den Schenkel des Mohren abgeschnitten und den des Gehalten in sein Grab gelegt. Skepsis gab es damals auch schon gegenüber Wunderheilung. Kommen wir nun in größeren Schritten in der Phase der Zugehörigkeit zu der Gesamthochschule. So sehen wir hier einige Entwicklungen. Ich möchte aber noch nachtragen, dass das Zusammenwachsen und Magnifizenz hat es ja vorhin angedeutet, von so unterschiedlichen Bereichen wie einer Ingenieurschule, einer pädagogischen Hochschule, eines Teils einer Kunstschule, der Volkswagenschule und der Medizin nicht leicht war. Dass es dennoch nun so gelungen ist, das verschleiert vielleicht ein bisschen, wie viel Reibungsverlust an Effektivität es im Beginn gegeben hat. Dennoch, denke ich, dürfen wir ganz stolz sein und ich darf nachtragen im Hinblick auf die beiden genannten Schwerpunkte Onkologie und Transplantation 1972, also im Jahr der Gründung der Universität, konnten wir die erste Nierentransplantation in Essen durchführen und daraus entstand eines der größten Transplantationszentren in Deutschland. 87 auch in diesem Schwerpunkt Herz- und Lebertransplantation und 75 die erste Knochenmarktransplantation. Daraus ist inzwischen das größte Zentrum Europas, hat sich entwickelt. Im gleichen Jahr konnte die Institutsgruppe, die nun unter der Ägide des Landes entwickelt wurde, eingeweiht werden und damit die Voraussetzung für die Vorklinik in Essen gebracht werden. Aus der Gründung des Westdeutschen Tumorzentrums unter der Initiative von C.G. Schmidt und Scherer aus den beiden Kliniken entstand dann das Tumorzentrum, dem sich alle Kliniken und Institute angeschlossen haben, die mit Krebsbehandlung zu tun haben. Die Grundsteinlegung des operativen Zentrums, 89 wurde es eingeweiht, sehen Sie in diesen Bildern, die zeige ich Ihnen wegen der Buntheit und der Finanzminister Posser hat damals den Grundstein gelegt. Ich habe es mir verkniffen, ein Bild der heutigen Klinik beizulegen. Ich finde sie so schön, dass auch als Gesunder man sie ruhig sich mal ansehen sollte. Nun kommen wir mit großen Schritten zum Schluss. Es hat eine weitere Entwicklung im letzten Jahrzehnt gegeben. Ich darf darauf hinweisen, dass hier wesentliche Schritte getan sind. Ich möchte aber nicht in Einzelheiten weiter einsteigen, aber Sie noch einmal mit Freude auf die jüngsten Veröffentlichungen zum wissenschaftlichen Rang der Essener Hochschulmedizin hinweisen. Durch ein Leidener Institut ist
sind die Ergebnisse erbracht, dass in der Forschung die Hochschulmedizin in Essen auf Platz 1 in Nordrhein-Westfalen ist und in der Bundesrepublik auf Platz 6. Wer sich hingegen mehr für das Inhaltliche der Aufgaben interessiert, sei auf die Essener Unikate verwiesen, wo in Heft 1, 10 und 15 jeweils die Forschungsschwerpunkte in verständlicher Weise, wie ich hoffe, dargestellt sind. Und im Rahmen der Jubiläumsfeiern findet man außerdem im neu erbauten Audimax ab 28.06. bis zum 12.07. eine Ausstellung zu diesen Schwerpunkten. Dies wird mit einem eigenen Symposium für die Öffentlichkeit eröffnet. Darüber hinaus hat, wie ich meine, sich die Medizin intensiv und schließlich konstruktiv an der Selbstverwaltung der Universität beteiligt, im Senat und im Rektorat und schließlich mit Stellung des Rektors Professor Streffer von 88 bis 92. Irgendwo habe ich Sie doch gesehen. Freue mich, dass Sie noch gekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Schluss. Meine Aufgabe ist es gewesen, die medizinische Wurzel der Essener Universität freizulegen. Dabei, aber auch bei der Stammbildung selbst aus den Wurzeln, sind wir auf den einen oder anderen Stein gestoßen. Dazu heißt es bei Goethe: Auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Und wer wollte bei dieser Fakultät und bei dieser Universität bestreiten, dass es heute etwas Schönes zu betrachten und zu feiern gibt? Mögen der offensichtlich sehr steinige Weg für die Universität in nächster Zukunft genügend gute Steine enthalten für einen kräftigen und schönen Weiterbau, entweder allein oder zusammen mit Duisburg. Danke Ihnen.